Hallo zu Final Fantasy 14. Kommen wir jetzt nun zu den letzten Jobquests Gameplay hier in Final Fantasy 14 Heavensward. Ja, wir sind jetzt schon so weit angelangt mit den ganzen Jobquests, dass wir jetzt auch nur bei den letzten Gameplay angekommen sind. Wir haben ja auch soweit, habe ich ja alles hier für euch präsentiert. Und ja, ich danke auf jeden Fall für die Leute selber, die sich da auch eingebracht haben. Also sprich auch, wo ich angefangen hatte ab Heavensward. Es wird auf jeden Fall bei Stormlord wesentlich denn schneller gehen mit den Jobquests. Sprich also, ich werde erst klar den Ninja machen, also mein Main. Und hinterher folgen dann wie bei der Anfangszeit von Heavensward die Sonderjobs, also die jetzt für Stormblood dazukommen, und hinterher werden immer die nach und nach folgen. Da werde ich halt immer ankündigen, was halt immer als nächstes ansteht, und dann könnt ihr auf jeden Fall immer gerne dabei sein. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen, über euren Feedback, und ansonsten schaut sonst auch bei mir in Streams vorbei. Ich werde auf jeden Fall noch den Montag noch was anderes spielen, weil wir haben jetzt diese 24-stündige Wartung in der Zeit. Ja, und dieses Video wird eben halt abends online kommen, also Montagabend, wenn ihr jetzt hier schon zuschaut. Ja, ich nehme alles schon vornherein auf, weil ja, in der Zollverwaltung kann man ja schlecht irgendwie das machen. So, wir machen jetzt die Stufe 60, Koexistenz von Schwarz und Weiß. Und da bekommen wir Volka. Du führst eine feuerbasierte magische Attacke aus, Attacke Wert 280. Bedingung ist Henorisch und eben halt auch dein Lichtfeuer. Wir haben ja im letzten Part eben halt jetzt, Ende des letzten Parts, haben wir jetzt Eiskal bekommen. Und somit haben wir jetzt auch den neuen magischen Zauber, dann eben halt mit Volker hier in diesem Abschluss. Ja, gucken wir einfach mal, wie es jetzt hier nun zu Ende geht mit dem schwarzen Magier in Heavensward. Da trifft sich hervorragend. Du bist, dass du hier bist, schwarze Magierin Tobiko. Ich hatte vorhin Besuch von Ja, du ahnst es wahrscheinlich schon, Zanela. Er hat sich allerdings nur ein kurzes dich eingegeben. Er ließ mich nur kurz wissen, dass er das geheime Versteck der Abtrünnigen gefunden hat und ist dann gleich wieder von dann gezogen. Auch schon wieder wie Nitzen. Ich habe fast die Befürchtung, dass er wieder eine Dummheit begeht und sich alleine dorthin wagt. Vielleicht baut er darauf, dass sie nach all den Schlägen, die sie nun schon hinnehmen mussten, geschwächt sind. Aber dennoch, ich frage mich, ob er die Lektion von neulich tatsächlich schon wieder vergessen hat. Ich bin jedenfalls dafür, dass wir uns für einen Kampf wappnen und ebenfalls diesen Versteck aufsuchen. Laut Zainer befindet es sich beim Feuerwal. Ich würde sagen, wir treffen uns dort und planen dann unsere weitere Vorgehensweise. Gut, dann gehen wir mal zum Feuerwal. Das ist ein östliches Tanalan. Ach, das ist denn hier? Okay. Na gut. Wird ja so eine kleine weite Strecke sein. Gewissermaßen. Ja, es wird jetzt auf jeden Fall spannend. Wir gehen jetzt zu dem Versteck der abtrünnigen Schwarzmagier, die durch ihre ätherischen Schwarzmagie sich auch selber vernichten. Und ja, das nicht wirklich kontrollieren können. Außer unser Ballwewe, also unser Rivale, der scheint das wohl drauf zu haben. Ja, Mann, ich werde auf jeden Fall bei Stormblood denn wesentlich schneller sein mit den Jobquests. Also ich werde das immer da hinlegen, wenn wir so gesehen Ruhe haben, sprich nach ja, Add-on da eine Menge gemacht haben, in Endgame sind. Und ich da auch schon alles soweit gezeigt und gemacht habe, werden wir hinterher dann auf die Jobquests befassen, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, wie das erstmal so alt aussieht und wie ich es mir so gedacht habe. Weil es macht mir auf jeden Fall schon Spaß, euch das auch immer jedenfalls auch so gesehen zu präsentieren. Deswegen mache ich das hier auch so gesehen, weil es ist einfach auch sehr gut gemacht. Aber es steht nicht so sehr im Vordergrund bei den meisten. Wirklich, also dass sie das hier so zeigen und ja, voll dabei sind. Ich bin irgendwie halt so ein anderer Mensch dafür. Ich bin halt der, der schon echt gerne was vom Spiel zeigen möchte und auch die Jobquests oder halt auch die Nebenaufträge und so weiter. Es ist auch echt sehr, sehr schön gemacht und macht auch an für sich schon echt Spaß, auch wenn man sich dafür so auch interessiert. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache, weil klar finde ich andere Dinge auch wichtig.
kann es auch natürlich gewissermaßen bei Leuten nachvollziehen, die natürlich andere Ansichten haben, sprich andere Prioritäten. Aber ich bin einer, der schon gerne so gut wie alles gerne mitnehmen möchte und auch gerne zeigen würde und das alles. Ich mache das ja auch nebenbei auch im Livestreams. Diese Live-Interaktion ist ja auch natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache, die ich dann dazu auf jeden Fall bringen möchte. Und ja, falls ja immer, falls Fragen oder sonst irgendwas kommen sollte oder einfach mal so diskutieren, je nachdem, da bin ich halt gerne offen dafür. Aber natürlich auch auf YouTube ist es kein Problem, an für sich finde ich. Also da hier habe ich ja halt dementsprechend angefangen. Vor über 3 Jahren und es macht mir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Spaß. Ich hatte diese Zeit früher auch gerne bei Final Fantasy 11 gemacht, aber dazu hatte ich noch nicht diese finanzielle Möglichkeit gehabt oder auch die technischen Sachen, weil da hing ja auch alles mit Ausbildung und wie man weiß, verdient man ja nicht da so wirklich allzu viel, wie man jetzt wirklich arbeiten tut. Dann sieht ja natürlich die Welt anders aus. Man musste sich das auch alles zurecht ersparen und so. Ja, wie dem auch sei, also es macht mir auf jeden Fall schon Spaß und ich hoffe, ihr wisst das auch zu schätzen. So. Jetzt sind wir hier. Wenn wir gleich mal vorbereiten. Keine Spur bisher von Saenea. Er wird doch wohl nicht etwa bereits in sein Verderben gerannt und getötet worden sein. Aber selbst wenn, ein Rückzug kommt für uns jetzt auch nicht mehr in Frage. Valjeva versteckt sich bestimmt irgendwo im hintersten Winkel. Ich hoffe, du bist bereit für alles, was da kommen mag. Los geht's. So, in die Tiefen des Feuerwalds vortreten. Das wird interessant. So, kommt daher, ihr Abtrünnigen. Jetzt hat er sein Mana-Schild nicht mehr. Sehr gut. Hier haben wir noch Leilei. Unser Dunkelauge. Weiter geht der Spaß. Aber leider hat schon ein bisschen so den Stil von Vivi, in etwa. Mal gucken, wo der jetzt stecken mag. Ah, guck mal. Valjeva, sieh es endlich ein und komm zur Vernunft. Deine Anhänger und Gefährten sind alle besiegt und auch für dich gibt es keinen Ausweg mehr. Pah, ich brauche keinen Ausweg. Ich habe schließlich nicht vor zu fliehen.
Wow. Ja. Die Energie, die ich für meine Beschwörung brauche, habe ich längst aufgebracht. Damit werden sie sich alle um mich scharen und mir huldigen. Ich habe es übrigens durchaus eingesehen. Meine Kraft hat noch nicht ausgereicht, aber wenn er mir jetzt gelingt, wird diese Nichtsgesandten zu unterwerfen, werden mich ganze Völker preisen und mich beneiden und sich in Massen um mich scharen. Sieh doch nur, dieses riesige Nichtsportal. Er hat wirklich vor, daraus einen Nichtsgesandten zu beschwören? Hör auf, tu das nicht. Einen Nichtsgesandten aus einem Portal dieser Größe kannst du nie und nimmer kontrollieren. Nichtsgesandter Barkhest, der du in der Welt der Dunkelheit wohnst, höre mich an, folge meinen Ruf und zeige dich. Jo. Ja, nicht schlecht, ne? Da ruft er erstmal so eine gewaltige Bestie. So wendet sich das Blatt. Ihr zwei lächerlichen Gestalten seid keine Gegner mehr, die diese Bezeichnung überhaupt verdienen. Die beiden sind aber nicht nur zu zweit. Valeva, mich gibt es auch noch. Und ich bin ebenfalls hier, um deinen Plan zu vereiteln. Und die anderen auch. Alle Schwarzmagier halten jetzt da zusammen. Und unser Weißmagier ist jetzt auch mit dabei. Sei näher. Wo hast du dich denn bis jetzt versteckt? Dein Größenwahn scheint dich blind gemacht zu haben für diese Dinge um dich herum. Du hast jegliche Vernunft abgelegt und bist nun von den rechtlichen Pfaden abgekommen. Mit unserem Mitleid wirst du jedenfalls nicht rechnen können. Solltest du besser aufgeben, Ka, sind wir hier, um Ende zu bereiten, deinen Plan. Genau, wir sind alle hier, um zusammen gegen dich zu kämpfen. Yeah, jetzt geht's los. Verzeiht, dass wir euch so lange warten lassen, aber wie es scheint, kommen wir re noch rechtzeitig. Hätte also Verstärkung geholt. Na, warte. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, ihr verdammtes Gewürm. Barkhest, steh da nicht einfach nur herum. Mach Gebrauch von deiner Kraft und jage diese Kreaturen hinfort. Wow. Nicht mich, die da drüben. Von den eigenes heraufbeschworenen Nichtsgesandten niedergestreckt zu werden, auf gewisse Weise auch einfach nur traurig. Aber das geschieht ihm recht. Mit einer solchen Beschwörung hat er sich schlicht und einfach übernommen. Dann wollen wir den Nichtsgesandten mal aus dem Weg räumen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, hinfort mit ihnen. Besiege Parkhest. Los geht's. Let's we go. Zeigen wir diesen Nichtsgesandten, wo er hingehört. Hiha! Oh, hier kommen jetzt wieder solche Risse. Die kannten wir ja schon von den anderen.
Parts, also da war ja auch, halt auch solche Risse immer. So, dann werden wir das mal erledigen. Ich hoffe, unser Kollege heilt auch den einen da. Wäre echt cool. Oha. Aha. Und ist irgendwas da gewachsen, ne? Echt übel. Oh, der hat mich amüsiert. Geh weg von mir, aua. Die blöden Kugeln hier. Verdammt. Ekelhaftes Ding ist das, ey. Oder ich gehe mir noch den letzten Rest hier. Nichts Gesandten. Auf Wiedersehen, Barkast. Ich muss schon sagen, du bist aber auch wirklich genau im richtigen Moment aufgetaucht. Dank dir konnten wir den Nichtsgesandten gut Herr werden. Gib zu, du dachtest doch, ich würde mich wieder allein in diesen Kampf stürzen, oder? Ich mag ein Narr sein, aber nicht nah genug, denselben Fehler zweimal zu begehen. Deine heilenden Kräfte. Aber warum? Der Tod ist viel zu gut für dich. Du wirst deine Schuld leben sühnen. Das ist mein Urteilsdruide, dass ich über dich spreche. Tobikor,
Allei. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Sobald ich Valveve in den Kerker verfracht habe, komme ich nochmal zur Vivavid-Kapelle. Ich möchte auf jeden Fall Gelegenheit haben, um euch nochmal in Ruhe für euch zu danken. Ja, sehr gut. Ja. Ja, dann kehren wir wohl mal besser zurück zur Kapelle. Ein offizielles Dankeschön von Sarnia, das wollen wir doch auf keinen Fall verpassen. Aber du kannst natürlich auch die Gelegenheit nutzen, in alter Freundschaft noch ein wenig mit Kaiser und den anderen zu plaudern. Ich mache mich aber schon mal auf den Weg. Wir sehen uns dann bei der Kapelle. So, dann sollen wir nochmal mit den Jungs hier sprechen. Die alle drei dort? Ich hoffe, die sind alle drei dort. Dass wir jetzt vereinzelt alle da oben, ne? Ja, sehr gut. Das, weil eigentlich sind die ja in den verschiedenen Orten normalerweise. Aber dass sie. Ach nee, da wollte ich jetzt nicht. Ja. Gut, dann sprechen wir erstmal mit dem, bevor wir gleich zu der Kapelle gehen. Würde ja auf jeden Fall noch Zeit in Anspruch nehmen, aber naja. Das ist jetzt auch nicht so wild. Wenn das jetzt gleich hier nochmal abschließend machen das alles und dann. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, die ganzen Jogquests zu machen. Also es war auf jeden Fall echt eine sehr coole Erfahrung, alles mal angeschaut zu haben und auch gewissermaßen erstmal auch schon mal kennengelernt zu haben. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das auch alles im Stormblood denn ja, weiterentwickelt. Ja, und ja, allein auch schon die Planung dazu machen, werde ich auf jeden Fall auch noch demnächst zu überlegen, wie das alles jetzt ja, hochladen werde und das eben halt dementsprechend zu präsentieren. Ja, Heavensward wird ihr soweit dann auch noch alles von 3.5 sehen, auch im Streams. Jedenfalls, wenn ihr gerne mal vorbeischauen wollt und in der Videobeschreibung oder in der Kanalübersicht findet ihr auf jeden Fall Verlinkung dazu. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen, auch dort euer Feedback. Ja, wäre auf jeden Fall echt cool, auch für eure Unterstützung selber. Wir haben gemeinsam gekämpft, also kämpft und das war kein leichtes, aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir, Tobiko. Irgendwann, irgendwo. Bin ich auch mehr als zufrieden. K. Die Bösen, die missbrauchen schwarze Magie, sind keine Gefahr mehr. Kehren nun auch nach Hause zurück. Sind wir jetzt immerhin quitt, meine Liebe. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch Kassar. Jemand einen Strafe aufzuerlegen, heißt sich, um ihn und sein Wohlergehen zu kümmern. Ich bin mit dem Ausgang durchaus zufrieden. Tobiko, meine Liebe, auch wenn wir nun wieder jeder unsere eigenen Wege gehen, das Band, das uns verbindet, wird stets bestehen bleiben. Bis zu jedem Tag in der Zukunft, an dem wir uns alle wiedersehen. Gut. Sehr schön, da haben wir seiner mal bei denen verabschiedet erstmal. Und ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, wie schon gesagt, und das alles. Und ich bin echt mal gespannt, wie es auf jeden Fall so weitergehen wird. Sprich zum Add-on. Ja, und ich bin auch ehrlich ein bisschen froh. Ich wollte auf jeden Fall das alles auch vor 3.5 schaffen. Und ja, bin echt drüber froh. Und ja. Weil ich dann so gesehen auch viel mehr Zeit jetzt auch für 3.5 übernehmen kann, was alles noch kommen wird, weil das geht ja auf jeden Fall auch noch ordentlich Zeit drauf und ja, auch selber mit Servant X und das alles noch hinzubekommen, sprich auch noch Guide und das alles und ja, auch den 24-Mann-Raid, der hinterher noch folgen wird, alles. Seid auf jeden Fall gespannt, auch sprich auch der Anima. Also, ja, freut euch auf jeden Fall drauf, würde mich auf jeden Fall auch drüber freuen, wenn ihr gerne Feedback da lassen würdet und alles. Auf jeden Fall echt cool. So.
Verzeiht, ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange warten lassen, aber Valeve ist nun in seinem Kerker, wo er hingehört. Der Rat der Saatseher und die Gebieter werden ihn schon angemessen bestrafen. Kobiko, ich danke dir. Ich danke dir für deine ausdauernde und unermüdliche Hilfe und verzeih, dass ich je an dir gezweifelt habe. Und Lala, ich sieh, was ich hier habe, das Buch von Tal, das ich Valeve abgenommen habe. Das sollst du natürlich du bekommen. Wirklich? Bist du dir sicher, dass du das mir überlassen willst? Wir reden hier von einem Grimoire, das gefüllt ist mit Wissen über die Kräfte der Zerstörung, die du so sehr verabscheust. Ich weiß ja jetzt, dass diese Kräfte nicht per se böse sind. Ich habe mir gezeigt, wie wichtig es ist zu lernen, sie richtig und vor allem auch für den rechten Zweck einzusetzen. Dennoch bin ich und bleibe natürlich ein Druide. Jemand, der diese Kräfte in böser Absicht einsetzt, werde ich selbstverständlich auch in Zukunft nicht einfach gewähren lassen. Auch wenn ihr diejenigen sein solltet. Ihr habt euch mein Vertrauen dringend nicht verdient, aber solltet ihr euch irgendwann dazu verleiten lassen, eure Kräfte für unlautere Dinge einsetzen, werde ich selbst euch gegenüber keine Gnade kennen. Redlich ist wohl wirklich dein zweiter Vorname, was? So bin ich nun mal. Vergesst bitte nicht, dass eure schwarze Magie eigentlich verboten und tabu ist. Wenn es doch nur mehr Leute geben würden wie euch, die diese Kräfte für das Gute einsetzen, dann würde die Kräfte der Zerstörung und die der Heilung vielerorts noch viel mehr Hand in Hand gehen. Nun ja, ich bin wenigstens guter Hoffnung, was das betrifft. So, und jetzt somit bekommen wir den Volker. Ja, ich habe die ganzen Dinge schon im Palast der Toten immer angewendet gehabt und so. Also, ich habe das ja schon alles mal absolviert gehabt. So, wir haben es geschafft und ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen der Jobquest hier in Heavensward. Wir haben das so gesehen, jetzt das Kapitel abgeschlossen. Und ja, werden auf jeden Fall sonst im Stormblood dann weiterführen. Würde mich auch freuen, wenn ihr auf jeden Fall weiterhin dabei sein würdet und auch die Community wächst und auch, ja, sich in die gewissen Sachen einbringen tut oder halt auch Feedback geben. Würde mich auf jeden Fall echt darüber freuen, über diese Interaktion und selber auch über diese Unterstützung natürlich. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, euch das dementsprechend auch zu präsentieren. Und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch Anreiz, selber das mal spielen zu wollen. Und das zu machen, lasst gerne mal dementsprechend auch sonst da was da. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß für den Content mit 3.5, was denn ja ab Dienstag laufen wird. Ich hoffe, ihr schaut uns auch mal gelegentlich im Stream vorbei und lasst ja auch gerne dort eure Unterstützung da. Also sprich auf dem Follower oder halt auch gerne Chat-Interaktion. Ich würde mich auch sonst auch drüber freuen, wenn ihr einfach so vorbeischaut und zuschaut. Sprich das Lurken. Ansonsten, ja. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dann dabei und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.